Moinsen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind bereit für den Urlaub. Wir sind reif für den Urlaub und werden uns aufmachen. Aber vorher gehen wir noch in eine Bank, habe ich gehört. Ja, das habe ich gehört. Ich habe noch mehr Sachen gehört. Vom Mystery-Video her habe ich mich erstmal ein bisschen erholt. Da war wieder viel Geschneide mit dabei und viel Zusammengesuche. Und ja, für das nächste Mystery-Video wisst ihr, was ihr machen müsst. Richtig? Richtig. Steigt gerne mit ein und kommt rein ins Boot. Bei 900 Followern kommt natürlich wieder eine schöne Mystery-Folge im Special-Bereich. Oder 50 Kommentare und 100 Likes unter dem Video hier würden das Ganze natürlich auch schon beschleunigen. Tja, aber ihr habt ja noch die Chance. Bis dahin lasse ich mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit und joye den Tag hier mit Arthur. Yep. So sieht's aus. Nicht mal die Mods. Also nur der YouTube-Mod tatsächlich, ja. Hauser hin, Grüße gehen raus. An der Stelle bedanke ich mich dann auch gleichzeitig noch bei Senior Held, Janko und bei Trooper. Das war's. Und ich kenne ein paar mehr von euch mittlerweile. Und die, die ich schon kenne... Ach Gott, du hast ja immer noch die Dreads drin. Ja, ich weiß. Entschuldige. Ja, was war los? Euer Support. Eure Kommentare bringen die Reichweite. Nicht das Geld für eine Mitgliedschaft. Das ist nett. Das finde ich total toll. Aber in der Reichweite mit aufbauen wollt für mich, helft ihr mir nur mit den Kommentaren. Und 6 Kommentare, davon sind 2 übrigens meine eigenen. Also 4. Da muss mehr gehen, Leute. Sonst lasse ich mir halt ein bisschen Zeit. Dann muss das Mystery-Video erstmal ein bisschen seine Kreise ziehen. Wir gehen rein. Es gibt noch das Kopfgeld. Ich will erstmal zum einen was ausprobieren. Macht euch keine Sorgen. Alles ist safe. Alles ist sicher. Hier kann nichts passieren. Sozusagen. Hoffe ich jedenfalls. Wir werden mal sehen. Aber LG Davison kommt. Wäre ja eine Special-Folge. Und wie gesagt, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. I'm nervous, I suppose that's it. You're never nervous, that's been my job all these years. I know. Ich fasse gleich mal am Anfang kurz zusammen, worum es jetzt gleich gehen wird. Den Tresor müssen wir fehlerfrei knacken. Ich habe schon einmal probiert, da war Senior Flinkefinger wieder ein bisschen schneller. Wir müssen die Mission mit Handfeuerwaffen abschließen, 25 Kopfschüsse und keine Gesundheitsgegenstände. Das sollte machbar sein. Ich bin ja mehr der Handfeuerwaffentyp, so meist, ja, einfach zieht sich halt schneller, ne? Und lässt sich lässiger wegstecken. Das kommt noch hinzu. Ja, und ich verabschiede mich jetzt erstmal aus dem Bild, weil die erzählen und erzählen und erzählen. Not certain it will be done, but certain it can be done. And certain this is the only way I see we can do it. I've timed it out more than once. Well, you're the expert. Jim? Look, the bank, Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one armed guard. And the police? It's a city, they're police, but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough, as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying, it's as good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right.
Let's rob this bastard. Everyone, get ready. Look smart. Travel light. You got everything, Arthur? Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks, we're living life anew in a tropical idyll, spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank! Let's go! Let's go! Crack that whip, Mr. Matthews! This is it, gentlemen. The last one. Where have we heard that before? What has happened to you, John? You lost all your heart. I'm just trying to stay real about all this. Real? Oh, how I detest that word. So devoid of imagination. How soon are we shipping out? Soon as we get a passage organized. Boat down to Argentina, then another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind? Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Hosea and Abigail draw out the police. We go in calm and fast. John and Lenny secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles control the crowd. Me and Arthur deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yep. Got it. Good. All right, that's enough talk. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Not long. 15 minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on! Yeah! Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then right on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, cowboys! One more time! Well, one more time. Let's ride! Yeah! Nice and easy through town now, boys. There's Bill. Let's hitch up here. Gentlemen, robbing thieves, it ain't no crime at all. Folk like this, they stole what this country could have been. Stay cool, fellas. Act natural. Wait for Hosea to do his thing. This had better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. I love that Hosea! He is a true artist. Entschuldigung. Ich habe den wieder nicht ausgestellt danach. Wir haben auch nur die Handfeuerwaffen, ne? Hab ich keine andere? Die haben alle so eine coolen Dinger auf.
Was? Wieso? Ich kann meinen Hut aufsetzen? Wieso? Kurz was gucken. Aha, aha. Ja, kennen wir alle nicht. So, der Code ist 1972-54. Was hat toll geschlagen. Arthur, you're with me. Let's clear this out. Forget all the drawers, just need the combination for these safes. Tell him the combination. Come on, speak. Speak or die. Now. First number. 19. 9. Got it. Okay, now, what's the second number? 72. All right, should be one more number. Last number. Come on. 54. You get that, Mr. M? 54. Yeah, okay, I'm in. What did I tell you? Well, well, well. Come on! Shit. Let's go! Okay. Think we got a problem out here! Jetzt kommen die Kopfschüsse. Come out! It's over! Shit! Abigail! Dutch! Get out here! Get out here now! Someone must have squealed! You never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton! Let my friends go! Or folks! They are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on. There's your deal, Dutch. Hosea. Hosea! God damn it! Hosea! Thank you.
Lalalalala. Jetzt? Oha! Das ist ja eine Szene. Weil ich in meinem Dead Eye die Dings angemacht habe, kriegen wir das jetzt so. Ach, das kann ich die ganze Zeit bei ihm machen? Cool. Entspannt euch, Jungs. Trotzdem nur Handfeuerwaffen. Yeah. They had a Gatling. Na komm schon.
We lost John. Sieht gut aus. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. What you think? I reckon me and Lenny. Etwas, was ich auch in mehreren 5-Details-Folgen oder Details-Folgen bei anderen gesehen habe, im Deutschen jetzt weniger, aber achtet vor allen Dingen auf die Reaktion gleich der Bandenmitglieder. Mach's gut, mein Lieber. Charles, Micah, Bill, Dutch, Javier. Naja, und wir. Ist klar. Kein Nehmer Pern hier. Job in Blackwater. Ain't nothing like that. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah, where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody, calm down. I mean, look at us. Okay, follow me, and keep your heads down. Head for the docks. Guards up ahead. What now? Just wait a second. God damn it. This night just keeps getting better, doesn't it? Quick! Get in cover and stay out of sight. Looks like they've stopped. We'll go through the train, Arthur. Come on. Rest you. Follow when it's clear. 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 Someone's coming. Look out on the left. Stay low. Da habe ich damals auch dieses tolle Foto gepostet. Ja, auch Dutch muss mal zur Untersuchung. Alles gut hier hinten. Einmal kräftig husten, bitte. Someone's coming. Duck. Eine Ente. Er hat Duck gesagt.
Vielleicht meine auch die Versicherung. Oder vielleicht auch polnisch ja gesagt. It's not like they're gonna take the first line out of town. But old Milton said. Milton said a lot. Duck. Come on, I won't be out here all night. Einfach zurückbrüllen in der Bahn. Tag! Ich dachte, du bist Holländer und kein Pole. Dutch. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know. Make a noise, whistle or something. Huh. What was that? Stay down and keep quiet. You've wasted enough time on these fools. Spencer said. See there? Sure. What you think? Don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I'll deal with them. What? How? I can't kill all of them silently, so when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said. Oh, I like it. Real brave. What in the hell? Who is... Excuse me, buddy! Hey, stop! Stop, stop! That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit für mich. Das ist eigentlich das, was ich mit am meisten hasse, wirklich. Ach, dieser Maika, Alter. Sieht aus, als wenn er gleich ins Casino irgendwie will. Sie die in New York gucken oder was? What now? Well, at least we got some gold. I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John. Lenny. Jose, that wasn't good. I know. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence. And find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella. A New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but,
That cloud look like good news to you? Wake up! Everybody! Wake up! Wake up! Come on, Arthur! Arthur! Wake up! Wake up! Wake up! I don't know, but we are getting off of this boat! You come on! Would you get a move on, you sleepy bastard? Please, Laura, hey, I'll be right behind you. Jesus. Dance! I'm okay. You? Yeah. This ain't moving. Yeah, you go on ahead. Try and find another way. Oh, God damn it! Was war los hier in der Hut, wa? Ja, ich denke mal, ihr kennt alle den Teil.
was man vielleicht eher weniger kennt, war das. Kleine versteckte Hinweise. Aber 900 Follower, 50 Kommentare, 100 Likes. Sucht's euch aus. No. Erinnert mich an einen alten Track von Prodigy. Kann ich denn noch schneller gehen? Meine Herren, wie weit war das denn? Jo, da ging schnell. Ist mir aber auch schon mal passiert. Schön auf dem Balkon eingeschlafen. Und dann war die Kante vom Balkon genau so auf meinem Gesicht. Dann bin ich nachher aufgewacht und dann sah das ein bisschen aus wie so eine kleine Kriegsbemalung. So, die eine Hälfte vom Kopf war rot, die andere nicht. Willkommen in Guama. Da, wo der Kopf noch rot ist. Hübsches Rot, Dr. Hummer. Das von Scrubs. Sag bloß nichts mit Rot, irgendwas für verfänglich ist. Hübsches Rot, Dr. Hummer. So. Ja, Kerne sind alle sauber gefüllt, würde ich sagen. Ich guck mir hier keinen Raucher an. Wo, haben die Zigaretten? Her damit. Ich könnte eine vertragen. Seit Tagen nur Salzwasser in den Lungen. Hey, die kenne ich. Na, ihr Lappen? Duck heißt das. Duck. Duck. Arthur, boy, that's it. You're alive. Arthur, you're okay. It is a miracle. It is a goddamn miracle. Have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. Oh, son. Son, take it easy. We got you. We got you. So, where the hell are we? We are on the island of Guarma. Javier asked a local. It's a old sugar plantation island. Second island east of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? It's on the way, I guess. So, what next? I don't know. Well, next, I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Senor, por favor, we are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea, in the storm. Is that so? No. I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! 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 Muévanse! Let's go! We got another group rounded up down the way. I don't get your drift, Mr. So. Levi, wir dürfen uns nicht zurückfallen lassen. Senior Overseer for Alberto Fusar. We run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Of course, where there's money to be made, there's trouble. What sort of trouble? Oh, the usual sort.
People wanting what ain't theirs and others telling them to take it. I don't get you. Labor troubles. And other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Bunch of Haitian pirates won't frighten him. They'll be strung up in the streets soon enough. And do we seem like Haitian pirates to you, Mr. Simon? You seem like someone or other. We was headed to Tahiti. You was going the scenic route. Just as soon as I know exactly who you are, you'll be free. In the meantime, you'll not starve. Cabo, llévese a estos hombres a la cárcel, junto con el grupo de cucarachas de ese campesino. La cucarachas. Habe ich verstanden. Was macht er denn mit seinem Pferd? Welcome to Guama, gentlemen. Now, if you'll excuse me. Yeah. What now, Aiden? I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Auch hier gibt's einen sehr interessanten Fun Fact, den ich euch nicht verraten werde an der Stelle. Well, for what it's worth, I think I would have preferred Tahiti. You and me both. Das sieht schon nice aus. Würde sofort Urlaub machen. Jetzt gleich. Bitte. Verdammt. Who are these people? Who knows? Well, they got them chained and lashed, but they don't look too dangerous. Excuse me, sir. Who are our new friends here? Criminales. What crime did they commit? Insurrection. 10 Kopfschüsse. Und wir haben so gut wie kein Dead Eye. Aber wir könnten plündern. Als wäre ich nicht schon genug gelaufen. Guck mal, im Hintergrund haben sie einfach die Kante aus Mexiko geklaut und hier nach Guama rüber gesetzt. Ein bisschen Farbe geändert. Das Nadelöhr. Oh, so gesprächig alle sind. Boing. Reinforcements. Mon Dieu. We need to get out of here. Now we're in trouble. Come on, Femi, everyone, follow me. Vite, Femi, come. Das ist der Typ von The Beach. Was ist der? Get out of here. Ja, also die Szene erinnert voll an The Beach irgendwie. What do you think? We gotta move, Dutch. Go. Don't lose face, son. We'll find you. Cui, go. Die Musik muss ich mir auch mal rausholen da. Hey.
Come on, follow me. Müsste. Waren 10 Kopfschüsse meiner Meinung nach. Aua. What are you doing here? I have Camping. No idea. Running from somebody or something, I guess. How went we all? Hercule Fontaine. Dutch Vanderland. These drowned rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dolce, Fusa's compound. The sugarcane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. If you help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Thank you. Gracias. If your friend is still alive, they will have him at Fusa's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well? Goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. I am so sorry, boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting carefully. Das heißt Daumen drücken. Ja. Ah, ist ja noch eine. Die ist ja noch easy schmiesi. Das waren die 10 Kopfschüsse jetzt gerade eben. Die andere blendet ihr nicht ein oder was? Oder hat er es zwischendurch schon gemacht gehabt, wa? Hat gleich drauf geachtet. Story. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ja. Ja, darauf gönnen wir uns doch erstmal ein, oder? Ja. Hab mal ein bisschen rumgebastelt, wa? Gut. Dann ist das erledigt. Ihr lesen habt ihr? Oder wir gehen sie nochmal ganz kurz durch. Schnell hier einmal zack. Zack. Achso, da waren sie ja schon. Tresor knacken ohne Fehler machen. Also nicht drüber steuern sozusagen. Wenn ihr auf 12 geht und bis zu 13 geklickt habt, dann könnt ihr gleich bis nach vorne, könnt ihr wieder von vorne anfangen. So. Ja, und in die andere Richtung drehen dann halt genau dasselbe, ne? Ist klar. Nur Handfeuerwaffen, hat gesagt, 25 Kopfschüsse waren anscheinend dabei und Gesundheitsgegenstände braucht dieser Mann nicht. Er hat das Legende des Ostens Outfit. Da braucht er keine Gesundheitsgegenstände mehr. Die Gesundheit kommt zu ihm. Er sagt Gesundheit, Gesundheit sagt ja, Hafer. Und dann kommt Gesundheit vorbei und bringt ihm trotzdem Tuberkulose. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Ja.
da sind wir nun in Guama. Erstmal einen schönen dicken Guama rumrennen, jetzt zwirbelt hier, Alter. Geil. Ja. Empfehlenswert, mal kurz das Adlerauge anzumachen, dann könnt ihr euch vergewissern, dass ihr wirklich nur so wenig habt. Ein Traum, nicht? Wird für Wachen benötigt. Wir sind 4 Leute, ich weiß nicht, welcher von uns ist es denn? Schreibt einfach den Namen hin. Das braucht Bill, Dutch oder Maika. Wenn der Maika gestanden hätte, hätten wir es ihm trotzdem weggenommen. Oder mal angeleckt und wieder hingestellt. Ha, ich angeleckt. Trottel. Ein Klassiker. Ja, das soll unsere Wache sein, oder was? Ey, Wache. Du stinkst. Aber ich auch. Wir alle ganz schön. Ah, noch eine Buddel Guama rum. Na ja, gut. Da stört mich der Geruch wenigstens nicht mehr so. Hm. Maika, du riechst echt gut heute. Ist das dein Schweiß oder ist das der von Dutch? Oh Gott. Ich glaube, Hafer hat schon wieder Guama rumgekippt. Ja, yeah, und der ist gut. Schön, jetzt hier 2 Dosen Kidneybohnen, Alter, und dann noch eine Buddel Guama rum und ab ins Betty, Alter. Vielleicht noch eine Dose Corned Beef dazu. So, habt ihr hier noch so ein bisschen Wundertonikum? Artschnei. Und wie wir alle, denke ich mal, wissen, also 99% wissen das eigentlich mittlerweile, dass Guama eine der Sachen ist, die weit größer geplant waren. Da war vielleicht auch schon ein kleiner Hinweis da. Und darüber wollte ich auch eine Folge machen. Insgesamt habe ich mindestens 3 Folgen auf dem Zettel gehabt, die jetzt nur Guama und Mystery Guama und so weiter und so fort betroffen hätten. Hier können wir austauschen. Volcanic gegen den Kettleman. Mache ich auf jeden Fall, weil ich bin nicht so der... So, und jetzt können wir hier die doppelläufige aufheben. Und dafür können wir... Ach nee, die können wir so einfach, ne? Genau, jo. Wir haben halt bloß kein zweites Holster für die Handfeuerwaffen, deswegen... Ja, Munition. Also hier solltet ihr euch wirklich alles einstecken, denn wir haben nichts. All das, was wir hatten und gemacht haben, das hat uns alles jetzt letzten Endes gar nichts gebracht. Das ist das Bitterböse an diesem Spiel. Wenn du bei anderen Spielen durch bist, kriegst du dann immer erst die guten Sachen und brauchst sie gar nicht mehr, weil du das Spiel ja schon durch hast. Geil, Schmuck. Ah nee, ist Munition. Ja, nehme ich. So, dann gibt es hier noch 1-2 Kleinigkeiten, die man leicht übersehen kann. Nämlich diesen Stein. Wenn ihr den Stein dann reichlich betrachtet habt, dann könnt ihr noch ein bisschen weiter nach hinten durchgehen. Dann gibt es hier nämlich auch nochmal Munition fürs Gewehr. Huch. Ich habe Piep gemacht. Piep, pup. Haben die Kopfhörer gemacht. Ich muss gegen den Knopf kommen, glaube ich. Die dürften eigentlich nicht leer sein. Jo. Das ist es erstmal hier soweit. Die große, große Guamakarte. Ja, ihr merkt dann relativ schnell, selbst hier so Kleinigkeiten kommt ihr nicht wirklich sehr weit. Aber Compendium solltet ihr hier auf jeden Fall 1-2 Sachen mitnehmen. Und unbedingt beobachten. Der Kanada-Reihe ist nämlich nur hier in Guama zu finden. Na gut, der vielleicht nicht. Der vielleicht nicht. Aber irgendwo läuft hier ein Emu rum. Mit dem Sasquatch zusammen. Auf dem Rücken. Vielleicht finden wir den dritten Meteoriten ja doch hier. Die Spiele haben nur nicht intensiv genug geguckt. Den hat Javier irgendwo versteckt. Ja, den kenne ich. Nämlich eine der seltenen Vögel, die wir hier mal analysieren müssen. Weil hier kommt er in seine finale Form, sozusagen. Der Full Drunken Red One. Guck
komischer Nebel. Hellroter Ara. Nashorn-Pelikan. Pelikan. Pili-Pili-Pelikan. Pelikan. Pili-Pili-Pelikan. Pelikan. Pili-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 Pili. Ja, boah, ich darf nicht immer wieder auf das Fernglas gehen, da fängt er jedes Mal neu an. Hellroter Ara. Makellos. Den holen wir runter, die Sau. Nein. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Und der Guama-Glitch funktioniert ja zum Glück auch noch. Gut, Freunde. Wir werden Guama noch ein bisschen mehr erkunden. Dazu mehr in der nächsten Folge. Wir können uns noch mal einen abschließenden Ausblick verschaffen, würde ich sagen. An einem mir gut gelegenen Punkt, würde ich sagen. So, machen wir hier noch ein bisschen scharf, weil Guama so scharf ist. So. Aber wir waren ja schon ganz oben, stimmt. Dann könnt ihr euch hier ein bisschen umgucken. Eigentlich, guck mal, da sehen wir im Prinzip, sehen wir da schon Javier. Streng genommen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen näher rangehen würden, könnten, dann hätten wir vielleicht sogar die Möglichkeit, den da zu sehen. Haben wir da ein Visier dran? Nee. Pelikan. Bei der Nebeligkeit hier, da kannst du ja nicht sehen dadurch. Alter, das macht mich wahnsinnig hier, ne? Da würde mich echt mal interessieren, ob wir Javier von hier aus sehen können. Weil der ist ja da in so einem Käfig, wenn dann, aber ich weiß nicht, holen die denn erst ran oder ist er da schon drin und holen den da raus? Das muss ich jetzt gerade mal überlegen, aber wir werden es rausfinden. Beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt stabil und gesund. Habt Spaß beim Spielen. Ich verabschiede mich. Denkt dran, liken, Kommentare schreiben. Unter dem letzten Mystery-Video vom Sonntag mit dem verrückten Prediger. Nur so kommt ihr an euer nächstes Mystery-Video ran. Oder ihr wartet, bis weitere Leute endlich den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. So der Plan. Aber vielleicht habe ich auch einfach Lust, irgendwann wieder zu schneiden und hau dann trotzdem eins raus. Ihr kennt mich doch. Ich will mal nicht so nachtragend sein. Aber hübsches Rot, Dr. Hummer. In dem Sinne, bleibt geschmeidig. Ich burn das schon. Wir sehen uns. In Guama wieder. Und ich sag ciao, ciao mit Gyros TV.